So Leute, am Starten wird dort der Ben und Stefan. Stefan mit Hast doch dem. jetzt lange überlegt. Ja, ich hab's nicht viele Freunde. Ja. Ja, Ben, der Hand zählt nicht. Richtig, die Hand zählt nicht. Ja, wir sind wieder am Starten. Letzter Part mit Stefan. Mit unserem schwulen Amulett. Genau, mit unserem schwulen Amulett. Wenn du Sheik triffst, danke ihn von mir. Okay? Moment, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, Mütter, ihr kennt das ja. Und jetzt haben wir schön alles verpasst. Ihr habt verpasst, wie das Wasser wieder ansteigt und bla bla bla. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich wollte hier nicht einen auf Stefan machen und meine Mutter mit im Video haben. Ich hatte nur keinen Bock zu schneiden. Ja, aber ich hab den Bock. So, wo Ja, sind wir jetzt? Ja, du wie wir wolltest. vorhin festgestellt haben, ich hasse Arbeit. Ah, echt mal. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Link, du hast es geschafft, das freut uns. Du Held. Ich hält. Nee, Link hält. Und kennst du eigentlich diese Skulltula, die da ist? Diese ganz gemeine. Nee. Zeig ich dir. Ruto wollte sich bei mir bedanken. Jo, Zelda. Boah, jetzt habe ich zu viel verraten. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden bringen. Oder Hyrule, wie ihr es auch mal haben wollt. Ich sag's mal so, wie es mir gerade passt. Ich nenne es Hyrule. Schau, Link. Du und Prinzessin Rudu, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Dum, dum, Ich dum. glaube, der schwerere Gegner war der Tempel allgemein. Ja, der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Dum, 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 dum. Dum, 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 Ach, dum. wie schön. Ja. Ist das nicht romantisch? Ja, Zelda und Link. Jetzt erkläre ich dein Pfeil holen. Das werde ich auch tun. So eine Deko-Nuss will ich auch. Hat Nee, man jetzt diesmal nicht. benutzt er sie nicht. Diesmal macht er Körper. Guck nach oben, Link, nach oben. Oben ist er. Ist sie, ist er, ist es. Es, genau. Hui. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Ja, Ja. chill mal. Und Attacke. Das Feuer ist auch eckig. Bei Zelda ist so einiges eckig. Aber es ist ganz gut, dass meine Mutter gekommen ist. So kann ich euch gleich darauf vorbereiten, dass ich sehr viel schneiden werde. Weil ich will noch die restlichen Skulltulas holen. Immer noch ein bisschen fehlen. Ich guck gleich mal, wie viel wir eigentlich haben. Dann mach das mal. Die Feuerpfeile, platziere sie auf C, um sie abzuschieben. Triffst du, wird dein Ziel in Flammen. Nein. Wie viele Skulltulas habe ich? 35. Ach, verdammt, ich brauche noch 15. Na, 50 wollte ich mir holen. Damit ich das Herzteil kriege. Oh, halt die Hey! Schnauze. Hey! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ah, nerviges Vieh, ey. Aber richtig. Was hast du vor? Ich auf den Baum da hangeln. Hummer. Ich bin mal gespannt. Nee. Scheiße, ich brauche Hymne der Sonne. Nee. Eponas Lied. Wie so oft. Aber Epona kommt auch. Hat doch was. Ich kann übers Wasser laufen. Ja, ich weiß Wasserläufe. Falsch. Oh, kack. Falsch. Falsch. Okay. Ja, schön gespielt, ne? Applaus, Applaus.
Also aus. Nee. Ach nee. Du schaffst es heute noch, oder? Nein. Also, guck mit, Stefan, welche Knöpfe ich drücke. Das wäre aber falsch. Erst war es der, hier ist unten, das oben. Dann wieder der, unten, oben. Links, hinten, rechts, vorne, rechts, hinten. Also, warte mal. Links, hinten, rechts, vorne, rechts, hinten. Und jetzt nochmal das gleiche. Links, hinten, rechts, vorne, rechts, hinten. Danke, danke Stefan. Aber gerne. Hätte ich dich nicht mit dabei gehabt, wäre schon wieder ein ganzer Part dafür draufgegangen. Für ein Lied. Genau. Wie komme ich jetzt am besten da hoch? Och Mann! Drecks-Ocarina hier. Riecht doch jetzt ja. Ah, die ist ja böse versteckt. Die ist böse versteckt, habe ich aber auch nur durch Looks Like Link entdeckt. Hey Gott. Ja. Man wird ja wohl noch die Let's Plays anderer Let's Player gucken dürfen, um sich mal ein bisschen nachhelfen zu lassen. Nö. Hey, wie komme ich jetzt auf den scheiß Baum? Wie ist Looks Like Link da hochgekommen? Baum. Baum. Ich nuschel nicht, ich kann es dir beweisen. Baum. Fuck, Leute. Komme ich jetzt auf diesen scheiß Baum? So? Tatsache. Jetzt fallen wir da runter. Ich lach dich aus. Erstmal muss ich hier hochkommen, Stefan. Dann lauf doch den Baum, den Ast hoch. Ja, und? Und dann kannst du abschießen. Okay. Tada! Du bist so schlau, Stefan. Ich weiß. So. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. So Leute, und ich würde sagen, ich hole mir noch die andere Skulltula, die mir noch so fehlt. Schöner Leckausspiste. Warum? Nur weil ich mal ein bisschen schneide. Oh nee, Navi kann ihn anvisieren. Oh, so geht's auch. Sauber. Super. Was machen wir jetzt noch die paar letzten Minuten? Hole ich mir noch die Skulltula im Waldtempel oder? Musst du wissen. Gucken wir. Nee, für den für diese Szene da in Kakariko wird's zu knapp jetzt. Die mach ich dann ohne dich. Schade. Ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Das wachsen richtig. Soll ich ein paar etwas früher beenden oder können wir noch irgendwas holen oder haben irgendwas noch nicht geholt? Keine Ahnung, wir können es auch einfach unterhalten. Ich kann einfach unterhalten, ja, ist klar. Nee, das ist zu langweilig für meine Abonnenten. Ist auch mal was anderes. Ist mal was anderes, ja. Ich muss nicht besonders sein, Stefan. Doch. Der Part ist schon besonders genug mit dem ganzen Geschneider. Springen? Nee, Leute, laut meiner Uhr haben wir eh schon 9 Minuten zusammen und die müssen eigentlich reichen und ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter, da zeige ich euch dann die Szene in Kakariko, ohne Stefan. Oh. ja, du bist jetzt weg? Ja, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Tschüss.